Ich verrate jetzt mal was, aber das muss unter uns bleiben. Josh hat erzählt, dass der Sex zwischen ihm und Ned phänomenal ist. Ja, Ned muss im Bett abgehen wie eine Silvesterrakete. Sowas hat er noch nie erlebt. Noch nie. Ja, das freut mich zu hören. Ganz toll. Das freut mich für ihn. Er war schon total verzweifelt. Danke. Du musst nicht gleich frustriert sein. Sex ist nicht so dein Ding. Du bist eher, tja, wie soll ich das beschreiben? Der mütterliche Typ. Und spendest lieber Ziegen. Schon irgendwie tragisch. Stell dir mal vor, dein Hirn würde in ihrem Körper stecken. Das wäre hammergeil. Obwohl, was machst du dann? Dann hättest du ja ihr Hirn in deinem Körper. Na, wer will denn sowas? Alle würden schreien. Ah, rette sich, wer kann? Da kommt Frankenstein, nur mit super dicken Möpsen. Ah, alle wären hinter dir her mit Mistgabeln und Fackeln. Tötet es! Hey, kein Stress. Ich würde dich trotzdem flachlegen. Wollen wir darauf nicht gleich mal anstoßen? Ich meine, ein Bierchen trinken oder so? Nein. Ne? Nein. You say no, I say yes.